Blub, 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 blub. Und damit herzlich willkommen zurück zu Grim Fandango. Oh, mein Stuhl richtig rücken hier. Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wieso haben wir jetzt eigentlich ein Inventar? Das hatten wir doch vorhin nicht. Ja, wir hatten eine Sense. Schön. Kann er mich mal ein bisschen beeilen hier? Laut unserer Karte ist ja, das hier das die Perle. Alle, bla bla bla. Na komm. Also, oh, okay. Sagt er was Neues? Alles in Ordnung mit dir? Ich bin ein also Geheimnis. Lass dich nicht konnten, hängen, Mann. Beim Reden hat er es auch nicht rausgerückt. Er hat uns einmal im Kreis geführt hier. Und Geppetto ist ja quasi der Meinung, dass er schon seit Jahren quasi geradeaus geht, um das Reich der Toten zu verlassen. Aber, so, hier, komm, ich will doch nur die Lampe. Ach, ernsthaft? Toll, jetzt dreht er hier wieder einmal seine Runden. Leck mir im Arsch, kann man das irgendwie beschleunigen? Ah, oder vielleicht muss ich nochmal mit dem reden, damit der hier am Rand lang geht, weil er jetzt gerade zu weit weg war. Weil dann würde ich nochmal versuchen, die Lampe. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir sie benutzt. Diesmal können wir sie dann. Ist noch nicht blau angelaufen. Nehmen vielleicht. Weil beim Benutzen hat Manny ihn ja beim letzten Mal so festgehalten, so komisch. Dann verplempert sie schon mal so 2-3 Minuten der Aufnahme. Nur weil dieser Typ im Kreis läuft. Das kostet gerade mehr Nerven als jedes Rätsel hier. Das ist voll ätzend. Jetzt rennt er dann eine Minute rum und du kannst nichts machen. Wir sprechen ihn jetzt gleich nochmal an. Weil anscheinend können wir nichts anderes machen, solange er ja im Dunkeln wandelt. Wir müssen ihn quasi erst an den Rand des Lichtkreises holen. Hoffen wir mal, dass der Scheinwerfer da oben noch ein bisschen aushält. Komm, Geppetto. Ja, komm, wo ist der kleine Geppetto? Hieß der doch Geppetto hieß er, ne? Oder so? Oder Geppetto? Geppetto? Schon wieder vergessen. Amigo! Was? Ah, Amigo. Noch mehr Überlebende? Ich bin gerade erst an einem anderen Wrack vorbeigekommen. Nun, ich... Okay. Mein kleines Licht so schön... Das hebe ich nicht auf. Sie sollen uns alle sehen. Das hebe ich nicht auf. Mein kleines Licht so schön. Hey, sei still. Ich kann das jetzt hier mal... Oh. Was soll ich denn damit machen? Mir nach. Wo bringst du mich hin? Zum Mond. Ah, okay. Der Glotte ist cool. Manny, ist das? Die Perle! Ich wusste, ich würde sie eines Tages finden. Ich bin reich, 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 reich. Shh, irgendetwas Komisches geht hier vor. Manny, was ist hier bloß los? Okay. Ich weiß nicht, aber es gefällt mir nicht, wie uns dieses Ding ansieht. Okay, also wir haben hier ein U-Boot, in dem... Ich gehe da nicht runter, solange... Ich glaube, wir haben ein neues Fortbewegungsmittel gefunden. Ja, und das die Perle existiert also tatsächlich. Aber ist Matche wirklich deswegen über Bord gesprungen? Ich fische völlig im Trüben. der war gut, Captain. Dieser Krake verfolgt uns. Ich hätte nie gedacht, dass die so gut sehen können. Er verfolgt uns. Sind wir dem schon mal begegnet? Schön, man hier auch so eckig die Ränder sieht. Ne? Also wenn man hier ganz genau hinguckt, ich hoffe, man sieht es nachher in dem Video auch. Da ist also irgendeine Bilddatei oder GIF-Datei oder was auch immer einfach drüber gelegt. Gut, können wir hier irgendwo hin? So, erzähl mir was zu dem U-Boot. Ja, komm, dann stell dich da hin und guck. Ich gehe da. Ich glaube, wir haben ein neues Fortbewegungsmittel gefunden. Ich gehe da nicht runter, solange mich dieses Monster anstarrt. Erzähl was.
Glottis, geh da runter und rede mal Dämonenklartext mit dem Kraken. Teufel, nein! Ich habe Angst. Ich will bei dir bleiben. Hey, Chepito, geh doch mal eine Runde schwimmen. Was hältst du davon? Du lenkst zu viel Aufmerksamkeit auf uns. Tja, das ist Pech. Ich klebe an euch wie die Muscheln an meinen Brauen. Also denkt nicht mal daran, mit meiner Perle abzuhauen. Ach, wer will denn eine scheiß Perle haben? Ich hab irgendwie überhaupt nicht mitgekriegt, was das für ein Ding sein soll. Gut. Okay, da können wir hin. Dann gehen wir doch mal da hin. Ich gehe da nicht runter, solange mich dieses Monster anstarrt. Ja, ne? Ah, okay, deswegen meint er, es sieht so gut, weil es dreht sich jetzt quasi mit. Okay. Blech. Passt auf eure Hände auf, die Muscheln. Okay. Etwas weniger bekannt als die Perle ist die Legende von glitschigen, muschelbesetzten alten Felsbrocken. Ja, genau. So, können wir jetzt hier mit denen reden? Was ist denn mit ihm nicht in Ordnung? Dann geht da lang. Blech. Ja. Hey, sei still! Ah, okay. No, der arme Clown. Hey, sei still! Hey, wohin willst du? Du kannst mich hier doch nicht allein lassen! Komm zurück! Boah, das ist ja schon mies. Er kommt zurück. Gefährt. Was ist das für ein Vieh? Juhu! Es geht wohl in Richtung Süden. Aber am Rand der Welt, da ist doch nichts. Nur der Rand. Okay. Das ist eine Raketenabschussrampe. Skelett-Sklavenarbeiter? Was? Frag nicht, Karnal. Ich weiß es nicht. Okay. Also ich würde jetzt die Sequenz gerne nochmal sehen. Da war eine Raketenabschussrampe und dann ist es rangezoomt auf Untote, Bergarbeiter, Sklavenarbeiter, was auch immer. Okay, wir könnten hier lang. Glottis, was hast du zu sagen? Irgendein Zeichen von dem Kraken zu sehen? Nein, aber ich kann ihn riechen. Ja, toll. Erstmal hier rein oder erst gucken. Ja, wenn die uns schon hier absetzen, ne? Dann klopfen wir doch einfach mal und sagen Hallo. Glottis, ich werde mich reinschleichen und Metsche suchen. Und wenn der Krake zurückkommt, während du weg bist? Piek's ihm ins Auge und klau sein U-Boot. Blöder Krake. Ja. Was ist das hier? Die Tür ist verschlossen. Das ist die Schürfanlage für das Metall, aus dem die komischen Zugtickets sind. Okay. Also es könnte eine Null sein. Ansonsten. Jetzt habe ich gerade Gan-Attacken hier. Oh, das sieht doch gemütlich aus. Leer. Leer. Mann, der Aschenbecher ist so extravagant, dass man Kaviar daraus essen könnte. Der Aschenbecher? Ach so. Ich klaue Aschenbecher nur in Bars. Boah, ernsthaft? Kinderbücher. Aha. Ich sehe gerade voll viel. Abgeschlossen. Das ist doch fies. Oh. Matche. Manny, was tust du denn hier?
Ich wollte mich erkundigen, wie deine Reise verläuft, Engelchen. Ich bin schließlich dein Reiseberater. Übrigens, danke für den Champagner. Das Ding war ein echter Volltreffer. Es war eine Falle von Domino. Er hat mich als Köder benutzt. Ich wollte dich nur warnen. Du solltest nicht wie ich als Gefangener enden. Gefangen? Und wo ist die Zelle? Oder teilst du dir die Pritsche mit dem Wärter? Wenn du mir das zutraust, warum bist du dann hergekommen? Weil er hierher gehört, ganz einfach. Als mein Angestellter. Ich wusste, dass du irgendwann kommen würdest. Manuel Calavera hängt sich immer an Siegerteam, nicht wahr, Manny? Und genau deswegen ist er jetzt hier. Ich werde hier ganz schnell verschwinden und all die Leute mitnehmen. Manny, es führt kein Weg von dieser Insel. Ich fürchte, du wirst dir mein Seminar für Abteilungsleiter antun müssen. Ich brauche einen Nachfolger. Ich will zurück in die Stadt, wo das Leben pulsiert. Sorry, Manny, aber ich konnte nicht länger warten. Meine Haut wurde schon ganz schrumpelig. Den brauche ich nicht. No. Hammerglottig. Dafür stampfe ich dich in Grund und Boden, Cabron. Später. Erst zeige ich dir mal dein neues Büro, ja? Vorsicht, Bibi! Der neue Boss ist aufgewacht! No. Das ist ja voll gemein. Ich will nicht Boss sein hier. Mein alter Schreibtisch hat mir besser gefallen. Keine Schublade. Okay, hier geht's raus. Gehen wir aus dem Weg. Oh. Boah, das ist voll fies. Die armen Kinder. Hola, Angelitos! Ich beiß sie! Ich schwör's bei Gott! Bitte hör auf, Leute zu beißen, Poxy! Deswegen hat man uns doch überhaupt erst in den Käfig gesteckt! Toll. Voll die Kinderarbeit hier. Ich bin da total gegen. Ich heiße Manny Calavera. Und ihr? Mr. Hurley hat uns von Ihnen erzählt. Sie sind der, der Matchy reingelegt hat. Arme Matchy. Ich habe niemanden reingelegt. Mr. Hurley sagt, er sei für Matchy zuständig gewesen. Aber Sie hätten ihm den Fall geklaut. Ist das wahr? Naja, also ganz unrecht haben sie ja nicht. Mal sehen, ob ich euch die ganze Sache erklären kann. Seht ihr, es war mein Job, neu eingetroffenen Seelen Reisepakete zu verkaufen. Nachdem ich genügend davon verkauft hätte, wäre für mich der Weg aus dem Land der Toten frei gewesen. Tja, leider steckte ich in einer tiefen Flaute und brauchte dringend einen dicken Auftrag. Sie sind ein böser Mann. Geh weg, böser Mann. Ja, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Matchy ist meine Freundin. Naja gut, ob sie da jetzt noch so ganz unserer Meinung ist. Aber warum wollt ihr mich denn beißen? Warum wollt ihr mich beißen? Weil Sie der fiese neue Boss sind. Mr. Hurley sagt, Sie sind gemeiner als er. Er sagt, Sie hätten eine Knochensäge. Was macht ihr in diesem Käfig? Glühbirnen. Schauen Sie, wir arbeiten schon so schnell es geht. Warum lassen Sie uns nicht einfach in Frieden? Was? Wieso Glühbirnen? Beißt mich und ich verklage eure Eltern. Unsere Eltern? Eltern? Oh, nicht weinen. Hey, hey, Kinder, nicht weinen. Bitte, nicht mehr weinen. Warum bin ich in solchen Dingen nur so schlecht? Hört zu, Kinder. Ich bin hier, um euch zu helfen. Hier drin ist doch kaum Platz genug für zwei. Ihre Hände sind zu groß, um Glühbirnen zu machen. Meine Hände sind nicht zu groß, um Glühbirnen zu machen. Warum helfen Sie uns dann nicht? Ja, hab ich doch vor. Ich gehöre zur Seefahrergewerkschaft. Wir sind keine Fabrikarbeiter. Das klingt komisch. Was meint er damit? Er meint, er will uns nicht helfen, weil er fies und gemein ist. Boah, was ist für ein Rotzblach, sei mal höflich. Ich habe einfach nicht so winziges Werkzeug, das ist alles. Hier, nehmen Sie meinen Hammer. Matchy ist meine Freundin. Ihr könnt sie ja fragen. Sie hat schon von Ihnen erzählt. Immer wenn sie von Ihnen spricht, guckt sie ganz traurig. Egal, was genau Sie ihr angetan haben, Sie werden es doch bereuen.
Hey, ich bin doch eigentlich der Nette hier. Ich bin hier, um euch zu helfen, aus dem Käfig zu fliehen. Das können Sie nicht tun. Wir müssen doch hier bleiben und auf Metsche aufpassen. Sie wäre bestimmt sehr traurig, so ganz allein. Wissen Sie, manchmal hören wir sie weinen. Ich bin der Metsche hier rausholen wird. Was? Das können Sie nicht machen. Wer wird sich dann um uns kümmern? Oh, dann sind wir ja ganz allein. Na, wir nehmen euch mit. Aber ich will euch doch helfen. Warum tun Sie es dann nicht? Mein Arsch ist zu dick für diese kleinen Hühnerstangen. Das sag ich, Metsche. Sie haben das böse Wort gesagt. Ich hab dir doch gesagt, dass er böse ist. Obwohl, vielleicht lieber doch nicht. Wir auch nicht, aber wir haben keine Wahl. Nee, das will ich nicht sagen. Okay, zurück an die Arbeit. Wie gemein. Ja. Können wir uns den mal angucken hier? Ach, wie süß. Das ist der winzigste Hammer, den ich je gesehen habe. Okay, damit können wir uns bestimmt einen Fluchttunnel... Keine Lust auf Möbel rücken. Nein, dann lass ich doch. Ist hier noch irgendwas? Nee, den Erfolg für die beiden hatten wir schon. Kann man nichts machen. Kann ich hier rauslassen? Flieg, du bist frei. Beiß Domino. Lass uns in Ruhe. Wenn wir nochmal ausbüchsen, tut der Metsche weh. Na gut, dann bleibt eben drin. Ist der fies. Boah, entscheidet euch da mal. Okay, Domino ist ein Arschloch. Ah, hier sind wir, okay. Ja, wir gucken mal, was jetzt passiert, wenn wir da hinten reingehen. Hat sich nichts verändert. Le Metsche. Oh, sieh an, mein charmanter Verehrer. Bist du gekommen, um mich noch weiter zu beleidigen, oder brauchst du nur etwas Eis für deinen Schädel? Eieieiei. Da sind wir aber zickig. Wir müssen unbedingt miteinander reden. Fang an, du bist schließlich der Verkäufer. Ich muss dir erklären, du musst mir erklären. Ich muss dir sehr vieles erklären. Ja, spar dir deinen Atem. Domino hat mir bereits alles erklärt. Was? Du hast mir eine Menge zu erklären. Ich? Was denn? Wann hat sie mich denn K.O. geschlagen? Ich muss gerade echt mal überlegen. Ach ja, als wir auf dem Schiff waren, ja. Warum arbeitest du für Domino? Ich tue, was er verlangt, nur um die Kinder zu schützen. Sehr nobel. Warum sind diese Kinder in einem Käfig eingesperrt? Da die Angelitos Flügel haben, sind sie die einzigen auf der Insel, die Domino nicht kontrollieren kann. Warum bist du damals aus meinem Büro gerannt? Das war mir alles so peinlich und du hast so enttäuscht ausgesehen. Ich konnte es einfach nicht mehr ertragen. Was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht, während ich das Jahr in Rubakawa war? Mich verirrt. Aber wie konntest... Bitte, ich möchte nicht über dieses Jahr sprechen. Aber ich... Hat Domino dir wehgetan? Nicht so sehr wie ich ihm. Junge, der kann vielleicht eine Menge einstecken. Okay, dann nochmal die Champagnerflaschenfrage. Warum hast du mich mit der Champagnerflasche K.O. geschlagen? Hab ich doch schon gesagt. Damit du nicht in Dominos Falle tappst. Wenn du es bis an Bord geschafft hättest, dann wärst du jetzt... Hier? Genau. Hey, wenn sie fliegen können, dann befreien wir doch die Kinder und lassen sie Hilfe holen. So weit können sie auch nicht fliegen, Manny. Aber sie können Domino umkreisen und ziemlich kraftvoll zubeißen. Also. Okay, ich verzichte auf weitere Fragen. Schön. Wenn du jetzt auch noch auf dein Rasierwasser verzichten könntest. Hey, ich bin jetzt ein Seemann. Wir müssen sowas benutzen. Die sind mal voll aggro. Wir sind hier 2 Jahre unterwegs, um die Olle zu retten. Und die macht hier einen auf Bitch, ehrlich. Da tue ich mir jetzt nicht mehr an. Da machen wir in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, haltet der Örke steif.